Also mein Name ist Klaus Seiler, ich komme aus Kegiswil, Kanton Obwalden und ich bewirtschafte hier zusammen mit meiner Familie und einem Lehrling einen landwirtschaftlichen Betrieb und bin nebenbei Geschäftsführer zusammen mit einem Kollegen von der Natura Energie AG. Die Natura Energie AG, das ist ein Gemeinschaftsunternehmen von 8 Landwirten von Kegiswil. Und wir machen hier aus Biogas machen wir Strom und Wärme und nebenbei noch mit einer Kompostieranlage wird das kommunale Grüngut verwertet und vor circa einem halben Jahr haben wir noch eine Photovoltaikanlage realisiert. Ich denke, etwas vom Wichtigsten war hier im Kanton Obwalden, dass man wirklich eine Anlage macht, die nicht zu groß ist, die wirklich auf die Substrate abgestimmt sind, die hier vor Ort zur Verfügung stehen. Das ist etwas vom Wichtigsten, dass man sich da nicht übernimmt. Und sicher ein zweiter wichtiger Faktor, gerade wie ich vorhin gesagt habe, haben wir hier ein Gemeinschaftsprojekt von 8 Landwirten. Und da spielt die Psychologie schon mit. Also wir haben da von Anfang an gesagt, wir nehmen einen externen Finanzprofi dazu, der uns hier begleitet und auch jetzt noch die Buchhaltung macht. Das ist sicher sehr wichtig. Und ein zweiter wichtiger Faktor aus unserer Sicht ist, dass diese Anlage, die steht auf einem Grundstück von einer Kooperation. Das ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Und somit heißt das für uns eigentlich, wir haben zu Hause unsere Betriebe, wo wir machen können, was wir wollen oder fast. Und hier auf dieser Anlage kommen wir zusammen und produzieren miteinander Strom. Und wenn man so gemeinsam etwas machen kann, das gibt eine sehr große Kraft hinein. Und das ist sicher eine Grundvoraussetzung, dass sowas funktioniert. Heute im Zeitalter der erneuerbaren Energien ist es eigentlich nicht mal so wichtig, dass die Gemeinde das selber macht. Sie kann, muss aber nicht. Ich denke, das Wichtigste ist, wenn Bürger kommen oder Unternehmer kommen, die was in diese Richtung machen möchten, dass sie da unterstützt werden. Und in unserem Fall war das schon sehr viel wert, als wir das Grüngut gekriegt haben und da von der Bewilligung her eine gute Unterstützung bekamen. Ich denke, das ist am wichtigsten und dann zieht das Kreise.